Okay, stellen wir das Deppertfahren wieder ein. Und damit sage ich Servus, Leute! Ich bin wieder im Lande. Ich muss euch sagen, ich habe jetzt schon wieder Fernweh. Kroatien ist so, so geil zum Motorradfahren. Es ist wirklich übertrieben geil. Die Straßen einfach alle absolut geil. Der Asphalt, total grober Asphalt und so viele Kurven und das Meer an der Seite zu haben, ist halt natürlich auch ein Traum. Mama. Ich bin gestern wieder retour gekommen und habe mir gedacht, ich fahre jetzt gleich Motorrad waschen und nehme einen Motovlog für euch auf. Beziehungsweise erzähle euch so, wie meine Reise verlaufen ist. Oder wie es war. Oh, das ist total ungewohnt, jetzt wieder ohne Gepäck zu fahren. Also ohne der Gepäckstasche. Weil man spürt das Gewicht schon ein bisschen. Also ich hätte das gar nicht so gedacht. Aber man spürt das. Wir haben vor einer Woche aus der Kalten Kuchel jetzt die Tour gestartet. Sind dann über die Kalte Kuchel komplett in den Süden hinuntergefahren, über Slowenien nach Kroatien. Richtung Krk, also auf die Insel Krk eigentlich, halbe Insel. Sind von dort nachher auf die... noch weiter runter Richtung Park. Da sind wir mit der Fähre rüber und das ist eine reine Motorradinsel. Also ich habe es überhaupt nicht gepackt. Man kommt mit dem Grüßen, man braucht gar nicht mehr grüßen eigentlich. Also ich habe nur mit dem Fuß, im Fuß immer weggestreckt. Man kommt mit dem Grüßen nämlich nicht mehr nach, da tut einem die Hand weh vom Grüßen. So viele Motorradfahrer fahren dort. Und halt richtig, richtig geil. Auf der anderen Seite hat man ein bisschen die Küstenstraße, die wir nachher natürlich auch gefahren sind. Also wir sind dann die Küstenstraße wieder Richtung Norden. Die ist wunderschön bei einer Antifaser. So, weiter im Text. Wir sind dann die Küstenstraße wieder Richtung Norden gefahren und dann in den Naturschutzpark, wo Winnetou gedreht worden ist. Und das war irrsinnig schön zum Anschauen. Also kann ich nur weiterempfehlen, sollte man gesehen haben. Wir sind dann dort, glaube ich, 5 Stunden herumgegangen zu Fuß. Ich glaube, es waren 5 Stunden. Die ganzen Wasserfälle und so, irrsinnig beeindruckend. Ich weiß jetzt gar nicht auswendig, wo... Da wäre die gewesen, die Waschstraße. Ich muss meine Maschine nämlich bekirchen, weil die schaut aus. Wir sind dann von diesem Nationalpark über Zagreb Richtung Bad Radkersburg gefahren. Und kaum waren wir in Österreich, hat es geregnet. Wir sind zum Glück nicht nass geworden, also es hat genau geregnet, wie wir frühstücken waren. Und wir haben uns ein bisschen Zeit lassen und sind dann weggefahren, wie es wieder trocken war. Weil ich muss ja jetzt erst wieder reinkommen. Ich habe eigentlich jetzt eine Woche kaum Gas geben. Weil wir waren halt eine Cruiser-Partie. Also wir sind da schön zügig durchgefahren, aber haben 350 Kilometer am Tag geschafft. Irgend sowas. So, wo war diese Tankstelle jetzt? Ah, da oben. Also ich werde wahrscheinlich im August noch einmal nach Kroatien fahren. Das Video ist in Arbeit, aber es ist sehr viel Arbeit. Also, dann schaut euch noch an, wie ich mein Bike wasche und bis zum nächsten Mal. Euer Galliot. Bye.